Guten Tag, Neukölln. Hör nicht. Meinungsdiktatur. Also, guten Tag, Neukölln. Guten Tag. Schön, dass ihr alle hier seid. Also, ich möchte mal sagen, Butkowski ist kein Rassist. Ne? Er ist nur ein anständiger Deutscher. Und er kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Und wir wissen alle, dass aus dieser Mitte oftmals Rassismus kommt. Und wir haben einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, die Fresse voll von solchem populistischen Scheiß, ja? Und auch wenn er das jetzt nicht hört, ja, und in seinem Häuschen in Rudow sitzt und seine Buletten isst, dann möchte ich ganz klar sagen, ja, dass Neukölln sich nicht spalten lässt in irgendwelche rassischen Herkunftsscheißdinger, ja? Da haben wir einfach die Schnauze voll. Der Bezirksbürgermeister meint, wenn er über die Sonnenallee geht, ja, und sieht da jemanden, wo er sagen kann, ja, der Mann hat da eindeutig Einwandererherkunft, die er gesagt hat in der Bild. Ja, dann erkennt er sofort, oh, der Mann macht Ärger, dann mache ich mal lieber einen Bogen, sonst muss ich den in die Stiefel lecken, das hat er nämlich geschrieben. Ja, und dann muss ich ihm ganz einfach sagen, das ist nicht das Neukölln, in dem ich lebe. Und ich glaube auch nicht, dass Neukölln in dem ich lebe. Auf welchem Planeten sein Neukölln ist, ja, das weiß wohl nur er. Und er ist eigentlich eine Schande für Neukölln. Ja, da komme ich gleich drauf. Ja? Seine Vorabdrucke erscheinen in der Bild-Zeitung. Wir wissen ja alle, das Fachblatt für Rassismus und Volksverhetzung, ja, da veröffentlicht er seinen Scheiß. Und das Buch erscheint natürlich praktischerweise im Ullstein Verlag, der zu Springer gehört. Ja, hält er uns denn wirklich für so blöd? Ja! Ja, genau. Er hält uns für blöd. Er denkt, er kann hier seine Nummer durchziehen. Kurz bevor sie ihn in Rente schicken, kann er noch ein Buch schreiben und ordentlich abkassieren, wie Sarrazin das gemacht hat. Und wenn er schreibt, Multikulti ist tot, ja, dann möchte ich mal gerne wissen, wenn er dann mit Monokulti anfängt, wie das hier aussehen soll. Und dann bin ich nicht dabei und ihr hoffentlich auch nicht. Und jetzt kommen sie alle wieder an, ja, die Leute aus der Mitte der Gesellschaft, und sagen, ja, der hat doch recht, der Mann. Ist doch alles schlimm hier. Aber Neukölln ist nicht Damaskus. Ja, das möchte ich mal klarstellen. Hier ist kein Bürgerkrieg auf den Straßen. Man kann hier nachts ganz richtig langlaufen, ohne dass man gleich überfallen und abgezogen wird. Ja? Was Butkowski da beschreibt, wir haben, okay, ich sag ganz klar, wir haben Probleme hier. Aber die können wir lösen. Butkowski will die gar nicht lösen, er will die verschärfen. Und es ist sehr schön zu sehen, dass wir wirklich nicht alleine sind. Ja? Dass nicht die Bild-Zeitung und die ganze Springer-Scheiße und der andere Dreck irgendwie die Mehrheit hier bildet. Ja? Sondern dass es wirklich auch Leute gibt, die sagen, nein, das ist nicht mein Neukölln, das ist nicht mein Berlin, was da beschrieben wird. Sondern es gibt ein anderes Neukölln, was wir jeden Tag erleben. Und wo wir jeden Tag für kämpfen und streiten und uns den Arsch aufreißen, verdammt nochmal. Ja? Aber er sagt den Migranten und Migrantinnen, ihr könnt euch anstrengen, wie ihr wollt. Wir werden euch eh nie anerkennen, weil ihr Migranten seid. Könnt ihr noch so gut Deutsch lernen und noch so tolle Abschlüsse haben und noch so tolle Jobs. Wir werden euch einfach nicht anerkennen. Und das sagt er. Da muss ich ihm einfach entschieden widersprechen. Und ich hoffe, dass ihr ihm auch entschieden widersprecht. Und dass wir alle in unserer täglichen Arbeit, in den Clubs, in den Straßen, in den Cafés deutlich machen, dass das eben nicht unser Neukölln ist, was Butkowski da beschreibt. Das sollten wir ganz deutlich machen. Dafür sollten wir jeden Tag auch streiten und kämpfen und diskutieren. Selbst mit solchen Idioten diskutieren, die es nicht wahrhaben wollen, dass Neukölln eine Vielfalt hat, die ja geleugnet wird, die als negativ hingestellt wird. Dass Leute sagen, naja, das sind halt Migranten und die sind halt kriminell. Ja, warum wird denn jemand kriminell? Wie sind denn die sozialen Verhältnisse hier? Was sind die Ursachen dafür? Er schreibt ja, die Leute gehen in die Supermärkte und räumen die aus und haben da Spaß dran, weil es halt ihr Kulturgut ist. Das stimmt nicht. Das ist einfach, in welchem Land der Welt gehen Leute einfach in die Supermärkte und plündern, hä?
Nicht in Neukölln, nicht in Damaskus, nicht sonst wo. Das ist einfach, weil die sozialen Verhältnisse für viele Leute einfach so beschissen sind. Und daran trägt er auch eine Mitschuld und seine Partei. Und ich finde es toll, dass hier wenigstens zwei Jusos heute gekommen sind und sagen, nee, da machen wir nicht mit. Ja? Der Buschkowski, der spricht nicht für uns, wir sehen das anders. Aber hier, die DVV-Fraktion, viele von denen, die verschließen einfach die Augen. Ja? Und das wollen die, und die maßen sich noch an, euch zu vertreten. Und das sind wir einfach nicht. Das sind nicht unsere Vertreter. Die machen nur irgendwelche parteipolitischen Scheiß auf unsere Kosten. Und diese Spaltung hier, ja, Hautfarbe, Herkunft, Religion, sonst was, lassen wir einfach nicht mit uns machen. Das muss mir einfach mal ganz klar sagen. Da müssen wir gegen aufstehen. Und ich finde es toll, dass ihr heute hier seid. Und ich möchte mit dem Satz schließen, Good night, Buschkowski Pride.